Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Automarschef. Hier sind wir wieder. Jo, das letzte Mal haben wir ja hier volles Rohr und Familienzeit hier abgeschlossen, ne? Also nacheinander irgendwie. Ich weiß nicht mal, in welcher Reihenfolge, aber egal. So, jetzt haben wir nämlich hier internationale Küche als Level 27. Da müssen wir 50 Menüs servieren. Weniger als 17.500 Wattstunden Strom verbrauchen und weniger als 525 Zutaten brauchen, haben eine relativ große Fläche, es ist eine Essensausgabe, okay, dann starten wir mal. Bitte laden, so, internationale Küche. Das haben wir schon gelesen. Wir müssen irgendein Kombo-Menü, noch irgendein Kombo-Menü, noch ein Menü und Pommes und einen Salat herstellen. Okay. Naja, gut. Dann übergebe ich mal unseren Roboter-Kumpel. Rate mal was. Ich habe neue Freunde. Leute, Menschen, Freunde. Genau, wie ich. Wir haben so viel gemeinsam. Ha, Watson, ein Diktat. Die Liste ist schier endlos. Unglaublich, dass sie jetzt in einer ganz anderen Situation wären, wenn du nicht wärst. Apropos Menschen, die nicht den Hauch einer Ahnung von ihrem nur knapp abgewendeten Untergang haben. Wir haben heute jede Menge potenzielle Kunden aus aller Welt. Die Speisenauswahl ist groß und komplex und die Bestellungen müssen an Restaurant- und Takeaway-Kunden geliefert werden. Okay, also doch zwei Ausgaben. Mist, ich habe gedacht, weil es nur ein so ein Fenster ist. Ah, verdammt. Gut, wir haben ein Risiko, das ist Feuer. Alles klar. Ah ja, wir brauchen ein kleines Familienmenü und ein großes Familienmenü. Das kann ja wieder eine ganze Weile dauern. Ein gesundes Familienmenü. Hat man das überhaupt schon mal? Ein Beilagensalat. Ja, ich glaube, wir gucken uns mal die Rezepte durch. Klein ist zweimal frittiertes Huhn plus Pommes plus Beilagensalat. Okay. Groß. Zweimal frittiertes Huhn. Ein ultimativer Dog, Pommes und großer Salat. Okay. Moment, da war es ein Beilagensalat, ja. Okay. Was ist denn der Beilagensalat? Das ist Salat, Tomate, Möhre, Möhrenscheiben und so weiter, ja, okay. Also Salat, Tomate, Möhre ist der Beilagensalat und der große Salat, was ist denn das dann? Warte mal, zeig mal. Der große Salat, das sind dann noch mit Pilzen und Croutons, ne? Mhm. Ja, ich werde das wahrscheinlich alles so für alles nacheinander richten, ja. Was brauchen wir beim gesunden Menü? Hühnersalat und den großen Salat. Okay, dann könnten wir eventuell... Nee, das ist dann auch wieder blöd. Das ist wegen der Steuerung wieder so eine Sache. Vielleicht für jedes, also es wäre halt am gescheitesten, wenn wir für alles jeweils eine eigene Produktion bauen. Und so Zusammenlegung, das ist immer so eine Sache. Pommes, okay, Pommes. Ja, irgendwo haben wir da Pommes drin. Ja, hier zum Beispiel zweimal Pommes. Ja, aber sonst könnte man natürlich sagen, okay, Pommes brauchst du da, brauchst du dort, aber das wird halt schon problematisch. Wenn ich eben Pommes hier jetzt bereitstelle und ja, wenn ich natürlich die Teleporter einsetzen würde, die ich noch nie benutzt habe tatsächlich, da wäre es vielleicht nicht so ein großes Problem. Haben wir die überhaupt, die Teleporter? Ja, die haben wir. Gut, ich weiß noch gar nicht, schauen wir mal ganz kurz an. Energie, ja gut, okay. Warum brauchen wir jetzt eigentlich schon 300 Watt? Ach so, die zwei Fließbänder hier, die zählen. Ja, das nächste Problem ist halt auch hier die zwei Schalter. Ne? Wäre es jetzt ein Schalter, wäre es auch wieder einfacher.
die Takeaway-Schalter müssen eigentlich primär besetzt werden. Da müssen wir mal primär raushauen. Gut, es hilft alles nichts, da jetzt rumzumachen. Wir fangen einfach mal an. Ja, das ist jetzt natürlich auch, dass man jetzt zum Beispiel diese Auslieferungsbänder nicht versetzen kann. Dass man jetzt einfach sagen könnte, ja, ich möchte das Auslieferungsband jetzt auf der Seite hinbauen. Oder halt das gespiegelt hier, oder... Ja, das Fenster, naja gut, das ist ein hier vorgegebener Bau, da kann man nichts ändern. Wir sind wieder am Flughafen oder was. Ja, genau. Gut. Ja, jetzt können wir uns raussuchen, entweder den Beilagensalat zuerst oder die Pommes zuerst. Das ist eigentlich Rille und dann halt hier, je nachdem. Das ist halt, wenn wir jetzt hier überall einen Beilagensalat bräuchten, aber den brauchen wir ja nicht. Da brauchen wir zum Beispiel einen großen Salat und hier brauchen wir ja einen Beilagen, aber wir machen das alles hier so peu à peu dann. So. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich muss 5 Ausgaben realisieren. Ich muss das auf die 2 Bänder ausgeben. Oh Gott, das wird ein Gewühl. Das wird ein Gewühl sondersgleichen. Pommes und den Salat hier in der Mitte reinpacken. Ja. Und fertig. Dann ist, das könnten wir mal probieren. Also gut, das ist ja, das wissen wir, wie es geht. Wir werden, na gut, wir werden einfach die. Oder wollen wir die normale Fritteuse benutzen? Ich guck mal, wie kann ich das denn planen? Wenn ich das so mache, dann wird hier ein Arm, Fritteuse. Arm. Dann haben wir die Pommes. Ja, das hat eigentlich keinen großen Sinn, das so zu machen. Wir können das hier anfangen eigentlich, dann die Pommes so und dann müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Wenn wir die hier so als Nischenprodukt bauen, als langgezogener Schlauch. Ja, ich sag jetzt einfach mal, wir machen einfach Frito-Dings Heißluft, ja. So, das läuft hier durch. Zu Spende Zutat Kartoffeln. So, dann geht es ja durch. Dann muss ja hier noch ein Schneidwerk ran. Genau, das hätte ich jetzt fast mal wieder vergessen. So, genau. Dann müssen das einfach hier durch. Dann sind die ja fertig. Dann müssen die verpackt werden. Relativ simpel die Geschichte hier. So, Pommes. Dass die das nicht automatisch erkennen können, was sie verarbeiten sollen. Naja gut, das ist schwierig. So. Jetzt hat Le. Ha, wenn man so ein Sortierband hier, so eine Weiche einstellen könnte, je nach Rezept, dass der das einmal nach rechts und nach links dann lässt, wäre es natürlich auch ziemlich easy, ne? So, ja, das Problem ist jetzt tatsächlich, das hier hinzukriegen an das andere Band. Da muss ich das rüberkriegen. Oder soll ich es einfach wieder so bauen, dass ich das halt hier rumdrehe und jetzt, das wäre eigentlich am geschicktesten tatsächlich. Das war eine gute Idee, aber ja. Manchmal ist der erste Gedanke auch nicht immer der beste, würde ich sagen. Ja, da kann ich ja gar kein so ein Band benutzen, so ein Brückenband. Das geht ja nicht. Ich will das halt hier auch nicht verbauen, das Ganze gleich so nah hier. Dann müssen wir mal hier bauen. Dann kommt das Ganze auf jeden Fall in so einen Behälter rein. Wie war das? Was waren da für Vorteile? Ja gut, Insektenbefall haben wir ja nicht, von daher nehmen wir den Behälter. Ja. Gut, wir regulieren es ja sowieso, dass wir wieder sagen, entweder das oder die Bestellung, das ist klar. Jetzt brauche ich hier Roboter.
Roboter, Roboter simpel. So, und da brauche ich auch Roboter. Die Frage ist, ob ich da nicht gleich einen lang nehmen soll, der gleich mal ordentlich weit greift hier, Alter, oder wegliefert. Mir geht es halt wieder darum, die beiden Bänder hier zu bedienen. Komm, wir nehmen einfach mal einen lang. Also für hier. Dann machen wir gleich so. Dann können wir hier nämlich noch ein Band durchfahren lassen, wenn es denn ist. Und da auch ein Band durchfahren lassen. Ein Gebäude dürfen wir nicht in den Weg stellen, weil dann funktioniert der Roboter nicht mehr. So, und der könnte ja eigentlich auch zwei lang greifen, oder? Ja. Der könnte aber dann umknicken da vorne nach links. Und dann zwar hier zwei Felder weit und hier zwei Felder weit. Der macht es genauso. Okay. Da eskaliere ich jetzt einfach mal so. Ich hätte natürlich auch ein Bentley hinsetzen können, aber der geht dann hier. Das müsste... Ah nee, das funktioniert so. Das funktioniert ja so gar nicht, der Roboter. Ich habe jetzt gedacht, ich habe das jetzt anders gedacht. okay, dann machen wir das nicht so. Dann können wir uns eigentlich den wieder... Ja, dann können wir uns den eigentlich komplett schenken. Dann nehmen wir da eigentlich einen ganz normalen Roboter. Einen simplen. Und dann machen wir die Geschichte einfach mit Bändern. Ja, ich mache aber schneller hin. Ist ja das Express hier. So, und der muss jetzt hier natürlich auch. Der legt es hier rauf. Da machen wir auch Expressbänder. American Express. Das direkt so anschließen oder ja, wir machen das so. Da können wir uns hier immer noch eine Option rufen lassen, ob wir da brücken müssen oder nicht. Wobei die Brücke langsam wahrscheinlich ist, wenn man dann Roboter greift oder drüber setzt hier. Das habe ich noch nie ausprobiert, weil wir haben ja diese Fließbandbrücke nur als langsam. Die ist ja hier, ich kann ja mal eine bauen. Die ist ja so. Die läuft schon auf maximaler Geschwindigkeit, also die ist... Ich verstehe, warum es da keine Hochgeschwindigkeitsbrücken gibt. So. Kartoffel. Kartoffel, Kartoffel. Da machen wir gleich mal Bestellung. Das Laser. Wir brauchen auf jeden Fall... Einen auf jeden Fall. Und dann am Ende müssen wir sagen, welcher, wie oder was... Wo es hin soll, das tue ich gleich mal hier in den setzen hier. Der, ach so, Moment, das müssen ja sagen sogar drei sein, oder? Nee, müssen es eigentlich nicht. Oder doch, 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 doch. Einer reagiert nämlich hier auf beides. Wenn da jetzt Pommes bestellt werden, dann soll auf jeden Fall hier losgelegt werden. Genau. Der spendiert hier, dann geht's weiter, die Fritteuse. Dann kommt die Verpackungsmaschine dran. Und dann können wir noch... Ne, den können wir nicht. Dann können wir noch einen Schnetzler machen, ja. So, das ist eins. Einmal. Heißluftfritteuse. Einfach halt an. Wie immer. Verpackungsmaschine. Einfach an. Beziehungsweise... Ja, ich probiere es immer wieder mit dem aus und also wenn ich sag hier Aktion einmal ausführen bei einer Bestellung, aber das hat manchmal nicht richtig funktioniert oder ich hatte ein Problem. Ah, aber wie gesagt, wir scheißen doch eigentlich auf den Strom, von da aus sage ich einfach nur ein, solange wie die Bestellung aussteht. Beim Zutatenzerleger können wir sowieso nicht lang rummachen, da können wir höchstens Sekunden einstellen, da sagen wir auch ein. So, und jetzt haben wir den Bestellungsleser. Wir können aber eins können wir machen. So, ein Bestellungsleser könnte generell auf alles reagieren. Also hier in dem Fall hätten wir jetzt Pommes. Wenn wir jetzt sagen, das wäre der Restaurant-Dinger, dann könnte ich ja eigentlich sagen, ja, Pommes, Familien-Dingsbums und naja gut.
Beilagensalat kriegt man immer hin, weil man keinen vierten, fünften Roboter mehr festsetzen können dann. Also wir könnten mal sagen, einfach hier, dass der. Wobei, warte mal, stopp. Wir machen folgendes: Wir machen Beilagensalat, gesundes Menü, großes und dann brauchen wir halt noch einen, auf jeden Fall. So, Anschluss. Warte mal. Ne, wir machen hier jetzt erst Takeaway. Und dann kommt der Roboter dran. Der tut bei einer Bestellung einmal ausführen. Ja, wobei, das könnte zu einem Problem führen. Das könnte zu einem Problem führen. Wenn der auf die ganzen Dinger reagiert, dann ist er eigentlich an, sobald da jeweils irgendein Menü. Und wenn da zufälligerweise ein Pommes kommt für die andere Ausgabe und dann ist der Roboter aktiv, weil jetzt hier ein gesundes Familienmenü bestellt worden ist, dann geht es nicht. Ja, nee, das. Dann sollte man doch lieber für jedes Essen einen Laser machen. Ja, das ist, glaube ich, am gesündesten. Auch wenn es eigentlich blöd ist, ne? Gut, würden wir das jetzt anders machen, dass wir halt dauerhaft produzieren, dann müssten wir es eh. Dann müssten wir es eh so machen. Das ist jetzt natürlich wieder. Das ärgert mich. Gut, was ich da jetzt drauf nehmen könnte, damit es halt nicht so Verschwendung ist, wir könnten da die Fließbänder mit draufsteuern noch. Wir können einfach sagen, die sollen angehen, wenn die Bestellung aussteht. Und ansonsten sollen sie einfach still sein. Also sollen sie auf einmal auf, sollen sie nichts machen. Ja, es geht nicht besser. Ich habe auch überlegt, Bestellungsleser erweitert und dann mit Spitze, wenn die Bestellung in Spitze kommt, dass dann erst einer dieser Roboter aktiv wäre, aber trotzdem, wir hätten immer noch das Problem. Wir hätten das Problem und ja, das geht halt wirklich davon aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, also je nachdem, wie das jetzt funktioniert, können wir uns dann nochmal umentscheiden. Restaurant, Pommes, Anschluss an die Komponente. So, der macht es einmal, wenn die Bestellung kommt. So, was habe ich jetzt beim anderen gesagt? Nein, das war blöd. Einmal, wenn die Bestellung ausgeht, ja, so. Sonst ist es nichts und hier, da nutze ich vielleicht sogar die Bänder mit und von daher würde ich da jetzt auch nicht groß was machen. Deswegen schalte ich die jetzt eigentlich nicht aus. So, das wird die Pommes. Der Beilagensalat, das ist Salat, Tomate, Möhre geschnitten. Das geht eigentlich auch relativ simpel. Wir brauchen hier unsere Spender. Das können wir eigentlich gleich hier einparken. So, das war das erste Möhre. Dann haben wir hier entweder Tomate oder Salat, das ist ja wurscht. So, und dann hier die Tomate. Das wird geschnetzelt. Also brauchen wir hier wieder einen Schnetzelautomat. So. Also da baue ich nicht für jeden jetzt hier einen Schnetzler hin. Das, also nicht, dass man jetzt denkt, warum ich das so mache. Wir machen das so. Das hat sich eigentlich bewährt in den meisten Fällen hier. Sollte eigentlich klappen. Ja, doch. Beilagensalat, okay. Bestellungsleser. Wobei, warte mal. Den haben wir ja schon voll, ja. Das ist okay. Das geht auf beide. Da brauchen wir jetzt hier doppelt rum machen hier. Beilagensalat. Anschluss. Spender. 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 Einmal.
Jeweils einmal. Ups, falsch. Einmal. So, und dann brauchen wir, was brauchen wir da noch beim Salat? Da brauchen wir so eine Zusammenbaumaschine, oder? Ja, da brauchen wir so einen riesen Kasten hier. Und einen Arm, nicht zu vergessen. Roboterarm. So, das geht natürlich da wieder so ein Behälter rein. Das geht dann aber nach rechts, bitte. So, genau. Rezept. Beilagensalat. Was ist mit dem? Ach, ein Smart. Blödsinn. Ja, jetzt habe ich hier Smart ausgewählt. Ich wollte eigentlich einen simplen bauen. Das braucht man gar nicht hier, den Smarties-Roboter. Das ist Verschwendung. Verschwendung von Intelligenz. So. Ja, das soll ich erstmal hier einliefern dann und dann können wir hier weitergeben. Das können wir eigentlich so... Ne, wir können hier... Huh, jetzt wird's kritisch. Kann ich hier einen langen Roboter einsetzen, dass der hier reingreift in den Behälter? Das ist die große Preisfrage. Ja, das wäre eigentlich, glaube ich, möglich. Der dürfte dann den anderen nicht behindern. Sonst müssten wir das halt nochmal umbauen, dass wir es rübersetzen. Und ich habe mir nicht eigentlich auch gedacht, dass man da auch einen langen einsetzt hier wieder. So, an so ein schnelles Fließbändle. Und das ist es halt, ne? Deswegen kann ich hier das nicht stilllegen, das Band hier. So. Dann ist das folgendermaßen. Das geht weit. Quatsch. Das geht hier nicht weit beim Aufnehmen. Das geht hier nah. Nah ein Feld. So. Das geht mir nah. So. Okay. Der hier, der darf aber jeweils weit greifen oder strecken oder wie auch immer. So. Zack, Bums. Das ist reguliert. Da müssen wir noch, dann regulieren wir den noch, den Zusammensetzer hier. Der soll halt an sein, wenn die Bestellung aussteht und dann ausgehen, wenn es immer nimmer gebraucht wird, das Gerät. So. Dann brauchen wir noch die Ansteuerung der Bestellungen. Ja, in dem Fall halt wieder zwei, ihr wisst ja, dann machen wir einen Takeaway. Takeaway, Takeaway, Ziehaway, einmal. Auch einmal natürlich. So, das sollte dann schon klappen. Pommes und Beilagensalat sollten ohne Probleme. Ja, man kann ja nur, wenn man simuliert, geht es glaube ich immer auf das Band raus. Man kann leider nicht sagen, ja, ich möchte simulieren da, ob ich dann sehe, ob die Ansteuerung klappt. Ne? Das geht nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass es funktioniert. So, dann hätten wir die zwei Sachen schon mal die einfachsten abgeschlossen. Jetzt gesundes Familienmenü, was ist denn das? Ja, okay. Ich glaube, ich fange erstmal mit dem Kleinen an. Ja, also wir müssen halt die Abschnitte wieder kopieren. Das heißt, wir nehmen uns eigentlich auch die Pommes und so weiter wieder hier. Zumindest können wir das bis hier in den Abschnitt kopieren. Das könnte man eigentlich machen. Kopieren. Plus den hier. Enter. Das mal hier hin. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Das war verschieben, ne? Das war verschieben. Das war nicht kopieren. Nein, das soll schon da bleiben. Kopieren. Tja. Da kann man sich ja aber vertun, aber es ist ja nichts passiert. So, jetzt habe ich kopieren.
Das setzen wir jetzt einfach ganz simpel hier nebendran. Ja, wir verschenken hier ein bisschen Platz, aber das ist jetzt nicht so kritisch. Hier können wir jetzt in dem Fall einfach sagen, dass zum Beispiel der Roboterarm hier weitergibt, dann auf das zu dem hin, nach links. Beim Kleinen, dann hätten wir nämlich schon den Salat und die Pommes abgefrühstückt. Dann müssen wir bloß noch das Huhn machen. So, zweimal Huhn, zweimal Ei, zweimal Brotscheibe. Das wird alles geschnitten. In dem Fall, weil das hier zweimal immer gebraucht wird, wäre es vielleicht sinnvoll, da für jede Zutat einen eigenen Schnetzler zu bauen. Sonst könnte es vielleicht zu lang dauern. Wir brauchen einen Hochgeschwindigkeitsdinger. So. Brot. Dann Ei. Und Hühnchen, ne? Hühnchen. Der Zutatenschneider braucht ja so eine Dreiviertelsekunde, um die Zutat zu schneiden. Also es ist ja schon beim Salat so eine Sache, also da geht's noch. Dass er die, weil, aber da kommen halt nicht gleich hier nach 2 Sekunden die nächste Zutat, ne? Also deswegen würde ich sagen, wir machen das wirklich alles getrennt hier. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ja, das wird alles geschnitten oder halt aufgeklopft und geschnitten und was da geil war. Und da wird es paniert und danach frittiert. Und dann wird es verpackt. So. Wir brauchen Schneidegeräte. Zerleger. Keine Verleger, sondern Zerleger. So. Jetzt ist es so, das geht einmal in den Dinger rein. In so einen Zusammensetzer. Das muss man so machen und am besten... Sollte ich es einfach hier... Ups. Wobei. Ja, ich könnte mir das fast auch sparen, ne? Aber so haben wir ein bisschen Puffer, sag ich mal so. So, der macht uns bitte die panierten Hühnerteile. 1 Sekunde braucht er dafür, okay. Dann bitte Roboterarm simple. Geknickt bitte nach links. Ups. Das bitte nach rechts auslagern. Das so machen. Band. Oder so. Es muss am Ende ja noch verpackt werden. Ja, es muss ja eh verpackt werden. Deswegen, naja, mal gucken. Wir müssen am Ende halt irgendwie die ganzen Sachen irgendwie zusammenbringen. So, jetzt brauchen wir aber eine Fritteuse. Also wir nehmen in dem Fall wieder eine Heißluftfritteuse. Oder sollte ich das lieber hier hinstellen? Dann machen wir hier den Verpacker. Das wäre vielleicht sinnvoller. Und dann sagen wir einfach hier trotzdem wieder nach links liefern. So, wir brauchen da einen Roboter. Da das ja hier nicht automatisch rausläuft aus dem Kasten hier. So, Roboter simpel. Dann geht es hier einmal... Ups, das war nicht mein Problem hier. So, dann geht es hier einmal normal. Hey, Quatsch, das war natürlich Mann hier. Wir brauchen hier ein Fließband. Okay, dann ist es alles gut. Dann brauchen wir hier einen Verpacker. Ein Verpacker für den Knacker.
Frittiertes Huhn, das muss ja eigentlich bloß in so eine Schale rein, deswegen, ja, okay. Was soll's, es ist halt so. Ja, dann läuft es hier zusammen. Das lassen wir hier alles zusammenrennen. So. Und so. Dann hätten wir ja eigentlich alles, ne? Und das halt immer zweimal und das wird wieder verpackt. Das wird nochmal verpackt, sozusagen. Jetzt kriege ich hier ein Problem. Ja, jetzt habe ich hier nicht mehr genügend Platz. Na ja, gut, dann müssen wir es halt ein bisschen ändern, die ganze Geschichte. Ich überlege gerade nur, wie. Wenn man das hier so... Na, dann hat es halt wieder einen langen Anfahrtsweg. Das ist auch doof. Kann ich das noch irgendwie kompakter zusammenfügen, wenn ich den rumknick? Und dann brauche ich trotzdem ein Fließband, weil das da rein muss. Das würde bloß mit einer normalen Fritteuse gehen. Wenn ich hier eine Fritteuse setze, dann brauche ich hier einen Greifarm. Ja, dann bin ich aber genauso weit. Ah, das ist nix. Können wir da vielleicht... Mir geht es jetzt halt darum, dass ich ja dahinter muss zu dem Band und da möchte ich keinen ewig langen Weg einschlagen dann. Gut, Moment mal, das ist ja eh Quatsch hier, oder? Was mache ich denn hier? Der geht nach links. Hör doch mal auf hier. Das Band hier brauche ich ja gar nicht. Das ist ja Blödsinn. Das geht ja hier alles auf das dann weiter. Ich das... Ah, ich glaube, dann weiß ich, wie ich es mache. Dann drehe ich das so rum. Hätte ich das Band auch lassen können. So, dann brauche ich jetzt einen Verpacker. Verpacker. Verpacker für Alpaka. Oh Gott, das ist... ja, das muss hier dann, da müssen Bänder weiter, das muss dann hier in die Schütte rein. Ja, oder? Können wir... Ja, wir könnten auch direkt, aber weil es bräuchte fast gar nicht gespeichert werden. Aber nee, das ist nicht so toll. Mehr Zutatenschranke wird es auch nicht gehen. Frittiertes Huhn. Nee, Quatsch. Kleines Familienmenü sind wir ja dann schon. So, das heißt Band, Band. Dann nehmen wir jetzt aber schnelle Bänder. Oh Gott. Ich bin doch am Überlegen, ob man das... Aber das ist... Wie ist denn das mit der Zutatenschranke? Wie ist denn das damit? Ah, die kann man nicht konfigurieren, aber wir könnten theoretisch... Wie läuft denn das? Das liegt ja dann hier, die Zutat. Also das fertige Projekt. Dann könnte ich ja direkt hier noch einen Roboter machen, der das dann hier rüberlegt, oder? Wenn ich das jetzt so mache. Und dann bauen wir da hinten einfach noch ein Band an. Und hier bauen wir auch. Das soll ja dann hier hin. Und dann machen wir hier einen Roboter. Wenn das nicht hier weitergeht, dann... wird es eben da abgegriffen.
So, das wird einfach ein normaler Roboter sein, der sich nach wohin? Nach links bewegt. So, oh Gott, das wird schon wieder ein Gewurstel, ja. Chaos. Bestellungsleser, wir brauchen da schon mal. Ja, wir brauchen da sehr viele. Ich baue mal die ein, zwei, die dann nachher für die Ansteuerung sind. Und dann brauche ich hier noch welche. So, was haben wir hier gehabt? Das war Restaurant, ne? Jeweils. Ja, machen wir das einfach so weiter. Restaurant. Kleines Menü. Kleines Menü, Restaurant. Die Zutatenschranke. So. Die soll aufgehen dann, wenn es einmal bestellt worden ist. Ansonsten soll sie zu bleiben. So, und ansonsten ist es so. Familienmenü. Takeaway. Der, wo ist er jetzt? Der Greifer hier. Der soll dann eben aktiv werden, wenn eben was fürs Takeaway bestellt wird. So. Ich hoffe, dass das so geht, dass das hier liegen bleibt. Ansonsten müssen wir das halt noch weiter vorsetzen irgendwie. Ja, okay. Dann machen wir die Ansteuerungsgeschichte hier. Jetzt muss ich aufpassen. Naja gut, wir sehen es ja, wo die Kabel hängen. Und dann machst du hier die Sachen drauf, da die ganzen Spender. Und zwar Familienmenü, beides. Ich mach mal kurz okay. Habe ich das hier auch eingestellt? Ja, passt. Anschluss. Kartoffeln. Dann hier. Da. Und dort. So, das ist bei denen ja jeweils einmal. Eine einmalige Ausführung wird verlangt. Es soll ein Teil spendiert werden. So. Okay. Nächster. Beides wieder. Familienmenü klein. Dann kommen die großen Spender hier. Oder die schnellen, eher gesagt. Groß sind sie ja nicht. Die anderen sind größer, aber sind langsamer. So, einen hätte ich noch frei. Dann nehmen wir, was nehmen wir da? Nehmen wir die Fritteuse drauf. So, also hier ist es aber zweimal. Nix dreimal, zweimal bitte. Zweimal. Zweimal, wenn die Bestellung kommt. So, die Fritteuse soll einfach an sein dann. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Geräte. Naja gut, da werde ich jetzt noch einen setzen und ein Gerät bleibt an. Die Schneidgeräte, die sind mir dann eigentlich auch ziemlich egal. Ich will eigentlich bloß dann nur noch die Verpacker hier regulieren. Zack, zack. Kleines Menü. So, ja gut, die, ach, die sind ja auch noch da, genau. Dann kommt die auf jeden Fall drauf. Die haben einen Haufen Strom. So, dann nehmen wir den noch und wir nehmen den noch. So, ein, wenn die Bestellung ist, ein, wenn die Bestellung ist, ein, wenn die Bestellung ist, ein, wenn die Bestellung ist. So. Gut, das war das. Dann können wir die hier verräumen. Die gehören hier dazu. Müsste eigentlich so laufen. So, und wenn ich auf die Uhrzeit gucke, muss ich leider für heute Schluss machen. Wir haben ja schon die Hälfte geschafft, wenn wir es mal so wollen. Gut, hätte ich am Anfang ein wenig schneller gemacht, dann wäre das auch noch ein bisschen weiter gekommen. Aber wir hätten es heute eh nicht fertig gebracht. Gut, ich sag auf jeden Fall wieder wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Like und einen Kommentar und vielleicht auch ein Abo. Denn nur so unterstützt ihr mich und ihr verpasst nichts mehr, was hier so auf meinem Kanal abgeht. Ich sag dann bis zum nächsten Mal. Euer Lego.